Ahoi ihr Lieben von der Costa Deliciosa. Ich habe auf dieser Reise ein Getränkepaket gebucht bekommen. Das kostet 27,99 Euro am Tag. Und da fragt man sich natürlich, lohnt sich das? Da sind enthalten beispielsweise Softdrinks den ganzen Tag, Kaffee, Kaffeespezialitäten den ganzen Tag. Es ist Bier vom Fass enthalten, Wein, Longdrinks, Schnäpse, Likör, Cocktails, also eine ganze Menge. Aber die Frage bleibt natürlich, trinkt man das weg an einem Tag? Und deswegen, ja, habe ich einen Tag lang mal notiert, was ich alles getrunken habe. Und das gucken wir uns jetzt mal an und dann schauen wir mal, ob sich diese 27,99 wirklich lohnen. Und los geht's am Morgen mit einem doppelten Espresso. Der doppelte steht nicht auf der Karte, deswegen gehe ich mal von zwei einzelnen aus. 4,12 Euro. Später nochmal zwischendurch geht es an diesen Apparat, der im Buffet-Restaurant steht. Da kosten Soda-Getränke, ja, also Cola oder so, 2,53 Euro. Dann sind wir schon beim Mittagessen. Da gibt es ein Glas Wein für 6,33 Euro und Mineralwasser für 86 Cent. Dann nach dem Mittagessen ein einfacher Espresso für 2,06 Euro. Vor dem Abendessen gibt es ein Cocktail Between the Sheets, 8,57 Euro. Dann beim Abendessen natürlich Weißwein und Wasser. Und weil das Essen ja auch ein bisschen dauert, das Ganze noch ein zweites Mal. Beim Wein jeweils 6,33 Euro und beim Wasser jeweils 86 Cent. Ja, danach noch ein Cocktail nach dem Essen. Das ist ein Costa Dream für 8,57 €. Dazu wieder ein Wasser für 86 Cent. Und ja, dann später gibt es da noch ein letztes Wasser für weitere 86 Cent. Also das ist schon irre, ne? Wenn man sieht, im Einzelverkauf hätte das 49,13 Euro gekostet, also über 20 Euro mehr. Und ich finde, na, es ist jetzt, na, vom Alkohol ist schon ein bisschen mehr gewesen, ne? Also ein Cocktail vorm Essen, dann beim Essen zwei Wein, ein Cocktail danach nochmal. Also die Frage ist, ob man das wirklich eine ganze Woche lang so machen sollte, ja. Am Ende muss man immer schauen, das ist halt eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Wer gerne Bier trinkt, auch schon tagsüber oder so, für den lohnt sich dieses Paket auf jeden Fall. Es muss dann, wenn man keine Cocktails trinkt, nicht die Variante für 27,99 sein, sondern es gibt dann auch eine für 24,99. Da sind dann zwar auch Longdrinks, Schnäpse und so enthalten, aber eben keine Cocktails. Ja, also ich hoffe, das war hilfreich für euch und wenn ihr eine Reise buchen wollt mit der Costa Deliciosa, überhaupt mit Costa oder überhaupt, dann findet ihr einen Link in der Beschreibung und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das darüber bucht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.